rennt. Hier wird es schon rot. Ich glaube, jetzt muss ich aufpassen. Rot. Ja, ich habe die maximale Bauhöhe jetzt, glaube ich, langsam erreicht. Okay. Das Problem ist, dass hier jetzt ja auch noch ein Fenster dran müsste. Ein Dach. Dach rauf müsste. Und dann bricht es ein, weil es zu hoch ist? Ja, ich probier's mal eben. Oder er sagt halt, ja, das ist Stein und dann gilt alles Holz, was daran... Okay, das klappt. Wenn ich jetzt hier ein Dach hinmache. Also hier dran. Das Holzteil, was ich an das Steinteil mache, egal wie hoch das ist, ist blau. Hä? Okay. Das ermöglicht zumindest eine recht hohe Konstruktion dann hier. Was eigentlich ganz cool ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Ich könnte hier so ein Mittelfenster machen. So, dann habe ich hier dann den Spot, den ich... Die Pflanzen sollen mal wachsen. Man kann also mehr oder weniger so eine Art Holzgerüst da drum ziehen, damit man besser bauen kann. Das ist irgendwie lustig. Zumindest in der Theorie. Das ist auch noch grün. Der da drüber müsste kaputt gehen, oder? Der geht auch noch nicht kaputt. Okay, geil. Aber das mit dem Steinbogen ist irgendwie... 5 Minuten später, Brüssel, Brüssel, Brüssel. Das mit den Steinbögen, das überzeugt mich noch nicht so. Aua. So von vorne sieht es okay aus, würde ich sagen. Wobei ich die Türen fast... Naja, lass es erstmal.
Irgendwie wurde das Farmgelände schon ein bisschen größer als gedacht. Hm? Irgendwie wurde das Farmgelände schon ein bisschen größer als eigentlich erst gedacht. Was hattest du denn erst gedacht? Na, ich dachte ja erst so kleine Felder zu machen und dann für jede Pflanze so eins, aber jetzt war hier so viel Platz, dass da mehrere drauf passten. Ah, ich Idiot, was mache ich denn da? Ich reiß gerade irgendwie die Fundamente ein, das ist nicht gut. Hier kriegt man ja schon fast 100 von jeder Pflanze drauf. Okay, das sieht dämlich aus. Ich muss hier tatsächlich mal... Jetzt sieht man es nicht mehr. Es brannte gerade durch den Boden durch. Okay, man kriegt tatsächlich eine Rauchvergiftung, wenn man davor steht. Ja. Ist dir das sonst noch nicht passiert? Nee. Ach, ist dir bestimmt passiert, du hast nur nicht aufgepasst. Ich lass es jetzt erstmal so. Es ist einfach so deprimierend. Ich spare so viel Ressourcen, wenn ich einfach nur die größeren Blöcke nehme. Ja. Auch wenn die halt scheiße aussehen. Aber ich spare Ressourcen ohne Ende. Ja, das ist halt doof. Wenn das mal nicht so wäre, du. Wenn das mal nicht so wäre. Ich sehe gerade gar nicht, wo die Wände sind. Ach, hier. Na, ich hatte auch schon mal irgendwas von der Mod gesehen, die Preise da angepasst hat. Aber da sind sie, glaube ich, teilweise günstiger geworden. Die hat das dann so ein bisschen angepasst, dass halt einmal eins halt ein Viertel von dem ist, was 2x2 kostet oder sowas. Vielleicht finde ich das sogar gerade wieder. So, in diese Nische hier. Hier würde jetzt ein Portal hinkommen. In diese Nische? Okay. Und hier, wo ich jetzt Lücken gelassen habe, würde ich Fenster machen. Okay. Brauchst du ein Fenster? Moment. Okay, ein paar Items sind billiger geworden, ein paar sind teurer. Teurer? Die 4x2-Wand ist mit der Mod teurer. Okay. Aber die 1x1 ist halt wesentlich günstiger. Weil er hat halt einfach gesagt, 1x1 kostet einen Stein. Somit macht 2x1 2 Steine und 4x2 macht 8. Und hier kostet normal Steine ja 4x2 6. Das ist ein Arc. Ach, das ist hier der Boden, ne? Ja, aber sonst hat er, glaube ich, fast alles günstiger gemacht.
ist doch einfach so lächerlich, dass so ein 1x1 Block die Hälfte von einem 4x2er kostet. Du sollst nicht schön bauen, du sollst groß bauen. Der Entwickler verbietet es dir. Also richtig wetterfest wird das hier auch nicht, ne? Was? Über der Tür sind ja diese Lücken, da zieht das doch volles Pfund durch. Diese Säule könnte gleich umkippen. Welche? Ja, die hier nur so halb drauf steht. Die sollte ja auch so nicht gebaut werden. Doch, 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 genau so. Bomb! Wie du sie einfach mit dem Hammer zerhaust. Ninja-Rolle! Au. Ich geb dir einen Tipp, mach keine Ninja-Rolle darunter. Du fühlst dich nicht mehr ausgeruht. Könnte daran liegen, dass Spinatpizza mich nervt. Gleich geraten und left the server. Ja, zu Recht. Ah! Ich falle hier ständig durch. Wie findest du das im Eingang mit dieser großen Kohlepfanne da? Schön. Ist eigentlich ganz cool. Man muss nur aufpassen, nicht reinzurennen. Ich find's auch geil, wie die sich ja so halb unter dem Haus verschwindet. Ja. Und weißt du, warum ich diesen Block hier hingesetzt habe? Damit man das nicht sieht. Guck. Ah! Genau. Ah, die Kindersicherung. Ah, hier ist man jetzt sicher. Okay, hab's verstanden. Hui! 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 Jetzt hab ich schon wieder keinen Stein mehr, Mann. Ich hab Schweine gejagt. Du Schweinepriester. Nee, ein Priester bin ich nicht. Du Schwein. Ich werde doch lieber ein Schweinepriester. Immer wird man hier beleidigt. Ich habe sowas von keine Ahnung, wie ich das Dach mache, ne? Am besten aus den Dachblöcken. So. Oh, 3 Wildschweine. 2 Wildschweine. 1 Wildschwein. 0 Wildschweine. Wir brauchen neue Blutsäcke. Was brauchen wir? Diese Blutsäcke. Für? Für Met. Du weißt ja, wo du sie herkriegst. Außer wir haben genug Frostschutzmet. Aber das glaub ich nicht, man hat nie genug. Die Frage ist, Kev, wie viel ist genug? Sag ich ja, man hat nie genug. Wir haben auch nicht genug Kisten hier für das ganze Nahrungszeug. Na doch, eigentlich schon. Automatisch schließende Türen, wie praktisch. Schön wär's. Wird's wieder dunkel? Ja, es wird gerade dunkel. Dann können wir ja gleich schlafen gehen und dann ist am nächsten Tag vielleicht die Saat fertig. Das Portal ist weg. Ich weiß. Das
ein bisschen hinderlich. Ich kann jetzt nicht zurückreisen. Ach, du warst drüben? Nein. Ich war nicht drüben. Ich lieg im Bett. Das Portal ist jetzt da, wo es hin soll. Okay, ich bin im Bett. So eine halbe Ruine steht da einfach, ey. Wie er gewartet hat und behauptet hat, er ist im Bett, aber er ist es gar nicht. Ich bin wieder aufgestanden, ich konnte nicht schlafen. Oh, weil ich nicht da war. Süß. Ja. Du fühlst dich ausgeruht, gemütlich 8. Ah, ich kann mal die... Kann man eben das rohe Fleisch hier weglegen. Oh, die Bäume sind fertig. Hast du Bäume angepflanzt? Ein paar. Oh ja. Cool. Sieht dann wieder ein bisschen natureller aus hier. Als wäre das ein großer Garten. Da kommen schon die Wildschweine wieder. Kaum sind da ein paar Bäume. Oh, Karotten sind fertig und Rüben. Geil. Ne, Rüben nicht, aber die Karotten sind fertig. Dann weiß ich ja, was ich gleich mache. Na, ja, aber auch noch nicht alle. Sind gerade so am fertig werden. Es ist schon wieder fast alles an Stein verbraucht, was ich mitgenommen habe. Erstaunlich. Ah, ne, Kohle habe ich nicht mit. Der Lag hat mich schon wieder fast gekillt, ey. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich brauche noch einen Stonecutter. Oder warte mal, kann ich den eben abreißen? Und einfach in das Ding reinsetzen? Wo ist denn der? Hier. Der Stonecutter kommt jetzt hier in die Mitte. Klappt das auch besser. So, jetzt brauche ich nur noch wieder mein Baugerüst.
Und dann kann ich hier wieder meine schönen Steinchen hinsetzen. Und ich warte noch auf die letzten drei Karotten, dass sie auch noch fertig werden. Die letzten drei? Ja. Drei konnte ich noch nicht ernten. Also ein paar mehr, aber die anderen sind in der Zwischenzeit fertig geworden. Ah, mein Feuer brennt wieder. Und hier rennen immer noch die Wildschweine rum. Wo ist Obelix, wenn man ihn braucht? Er ist leider nicht da. Nein. Auch wenn ich wünschte, er wäre es. Armer Obelix. Aber gut, wenn er da wäre, hätten wir auch nichts mehr zu essen. Yep. Das ist die traurige Wahrheit. Ich bin so dumm. Erzähl mir was Neues. Erzähl mir was Neues und nicht was ich schon weiß. Dann erzähl ich halt gar nichts mehr, wenn du schon alles weißt. Nicht alles. Alles weiß ich nicht. Boink. Ich mach hier auch erstmal so ein Treppending hin. Sonst komme ich hier nicht mehr anständig hoch. Ich wollte zum Portal. Ich wollte warten, bis die Karotten fertig sind und dann zum Portal. Ja, die ist fertig. Was wolltest du denn beim Portal? Ja, die Blutsäcke holen. Achso. Klopp. 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 Karotten dampfen, wenn sie groß werden. Steam. Steam kommt einfach aus diesen Karotten raus. Ich glaube, das ist Dreckdampf. Dreckdampf. Staub. Staub. Wolke. Ich kenne nur Drecktar. Drecktar. Ist das ein Ogre? Nee. Oder ein Ork? In Ork. Was denn? Ich lauf die Treppe hoch. Stufe, 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 Loch. Ah, ist einfach nur ein Gerüst. Aber ein gefährliches Gerüst. Auf Wiedersehen. Tschüss. Moment, Moment. Auf Wiedersehen. Tschüss! Komm schnell zurück! Ich finde das mit so höheren Fenstern, finde ich das eigentlich ganz geil. So kirchenmäßig? Weil die sind jetzt ja drei groß, die ich hier oben, die ich hier unten gemacht habe. In dieser Kiste sind Steine. Ah, Blutsäcke. Du kannst Steine übrigens gern mal mitbringen, wenn du ein bisschen Platz hast. Rübensamen. Und rohes Fleisch. Hörst du? Ja, ich kann die Steine gleich mitnehmen. Ja, das wäre ganz gut.
Die sind ja nicht portalgebunden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier oben so einen Balkon herumbaue, dass man einfach oben sein kann und dann noch runter gucken kann in quasi den Innenraum hier. Oder ob ich eine komplette zweite Etage machen will. Vielleicht ja beides. Hier ist sogar noch Kohle. Und irgendwas grunzt vorm Haus. Ah, hier rennt ein Troll rum. Ernsthaft? Ja, aber der ist nicht drinne, der ist draußen. Okay, das Ding ist auch noch blau, ich verstehe das gar nicht. Die Holzdinger sind noch blau, weil die halt an Stein angrenzen. Aber die Steindinger halt selbst nicht mehr. Kannst du Stein auf Holz bauen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Hab ich jetzt noch nicht probiert, aber es würde mich sehr wundern. Warum ist der denn jetzt höher? Weil du ihn auf dem Stein gebaut hast und nicht auf dem Holz. Ja. Vielleicht. Gleiche Höhe. Sieht so aus, ja. Ach so, diese Holzteile, ja. Das wird ja fast schon eine Kirche. Kirche der Portalisierung. Ja. Mit dem Holzfällerwald im Hintergrund und dem Boss-Spawner direkt daneben. Man könnte hier mal einen Boss spawnen. Ich bin bis jetzt ganz zufrieden, muss ich sagen. Einfach den Boss-Spawner mit ins Gebäude integrieren. Dann wird das wirklich eine Kirche. Könnte man machen, ja. I need new materials! In meinem coolen Lagerhaus habe ich noch was. Yay! Ups. Ich find's geil, wie man hier auch so schön rückwärts einfach rausfahren kann. Das gefällt mir. Okay, hier sind noch 8 Steine drin, das ist echt wenig. Und hier, ja gut, hier ist noch einiges. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber eventuell reicht das Material sogar. Fürs Erste zumindest. So, wo kommt die Opfergabenkiste hin? Zum größten Opfer. Deinem Gesicht. Hey! Wieso brenne ich schon wieder? Ich bin nicht mal durchs Feuer gelaufen. Ach, das war die Rauchvergiftung. Okay. Ach, es ist nur die Rauchvergiftung. Ach so. Rums, rums, alles gut bei dir? Ja. Kann ich eigentlich auch? Nee, das versuche ich lieber nicht. Doch, kannst du. Nee, ich versuch's nicht. Aber du kannst es. Ja, du willst mich wieder anstiften zu Unsinn. Du kannst es tun, du musst nur alles geben. Digimon. Das Abenteuer hat dich jetzt gepackt. Klingt aber auch irgendwie wie Matthias Reim oder so. In diesem Spiel gewinnst nur du allein.
Matthias Reim, oh Gott. Was denn? Wieso musstest du mich an ihn erinnern? Wieso? Direkt Ohrwurm bekommen. Hattest Danke. Du mal was mit ihm oder was? Nein. Das ist irgendwie ein bisschen zu vehement abgelehnt. Nein. Wie sollte man was mit Matthias Reim haben? Hä? Wie jeder andere Mensch auch. No. Na doch.